Ja, hallo und herzlich willkommen zusammen heute zu einer neuen Folge rund um die Elektromobilität. Und heute geht es um die zwei Buchstaben, die uns schon seit Jahren eigentlich immer wieder verfolgen. Nicht? Also ihr wisst ja hier so diese beiden Buchstaben halt. Ne? Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Das soll jetzt hier kein Bashing sein oder sonst irgendwas. Ich habe halt zwei Zeitschriften, Artikel jetzt rausgefunden, beziehungsweise können die ja alle lesen und können wir die alle lesen vielmehr. Und da ging es halt darum, dass in dem einen Zeitschriftenartikel drin stand, dass VW 7000 Arbeitsplätze im Werk Emden schließen will. Und das aufgrund der Elektromobilität. Und dazu hätte ich gerne jetzt mal eure Kommentare. Es geht, wie gesagt, nicht darum, VW schlecht zu machen, um Gottes Willen. Es geht mir aber darum, um den Erhalt der Arbeitsplätze. Und das, was hier schon wieder verbreitet wird, das hat nichts mit dem Erhalt der Arbeitsplätze zu tun. Das ist einfach nur ein Bashing gegen VW und zwar von VW scheinbar selbst. Und einfach mal schreibt eure Kommentare unten rein. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Würde mich sehr freuen. Und jetzt geht's erstmal zum Thema. Ja schon angekündigt habe, VW hat mitgeteilt, beziehungsweise ich gehe erstmal darauf ein, es gibt halt zwei Zeitschriften, Artikel. Der eine ist aus der FAZ, wo ich gerade die Überschrift vorgelesen habe, VW baut in Hannover und Emden ist es sogar, nicht nur Emden, sondern Hannover und Emden habe ich jetzt vergessen zu erwähnen, 7000 Stellen ab. Verglichen dazu hat VW in den beiden Werken 22.000 Mitarbeiter oder Stellen. Das heißt, sie würden rund ein Drittel der Stellen abbauen. Und das ist halt schon mal ein Riesenklopper, wenn man sich das überlegt. Und da möchte ich jetzt halt ganz gerne mal reingehen. Und vor allem die Begründung war ja, aufgrund der Elektromobilität, wenn ich jetzt die Überschrift sehe, Deutschlands größter Autokonzern startet seine Offensive in die Elektromobilität und baut deshalb nicht mehr benötigte Stellen ab. Nun hat die FAZ erstmals erfahren, wie viele Arbeitsplätze wegfallen, also bezogen auf die Elektromobilität. So, und jetzt überlege ich natürlich, welches Elektroauto baut denn VW überhaupt? Na, die bauen den VW e-Golf. Okay, die bauen den E-Golf. Was haben sie denn noch für ein Auto? Und im Endeffekt, welches Auto bauen sie denn überhaupt in Emden und in Hannover? Zumindest kein Elektroauto. Denn der E-Golf und der E-Up, die werden in Wolfsburg gebaut und der E-Golf halt auch noch im Werk Dresden in der gläsernen Fabrik, wo früher mal der Phaeton gebaut wurde. Also, wie können dann in Hannover und Emden 7000 Arbeitsplätze für die Elektromobilität wegfallen? Zumal es ja auch so ist, dass ja eigentlich gar keine Arbeitsplätze wegfallen müssten, im momentanen Zeitraum zumindest. Und das versteht sowieso irgendwo keiner. Und da möchte ich jetzt ganz gern hier mal vorlesen, damit ich jetzt wirklich nichts falsch erzähle. Und dazu muss ich auch sagen, ich kann den Artikel von der Frankfurter Allgemeinen halt nur im oberen Bereich lesen. Aber dieser obere Bereich, das ist halt auch das, was man liest, wenn man an einen Zeitungskiosk vorbeiläuft und dann halt die Überschriften liest. Da steht dann halt VW baut in Hannover und Emden 7000 Stellen ab. Wurms. Das ist ja schon mal ein Klopper. Also ein Drittel der Stellen werden wegfallen. Jetzt steht hier drin: Der Aufstieg der Elektromobilität zwingt Volkswagen, seine Produktion umzustellen und Werke neu zu belegen. Dass damit auch ein Stellenabbau einhergeht, weil E-Autos weniger aufwendig herzustellen sind, ist bekannt. Aber jetzt hat die FAZ erstmals Einblicke in konkrete Planungen genommen. Demnach sollen an den Standorten Hannover und Emden, wo etwa 22.000 Mitarbeiter beschäftigt sind, über die nächsten Jahre rund 7.000 Arbeitsplätze wegfallen. So weiter steht hier noch drin, dass das Ganze halt durch die Fluktuation und Altersteilzeit erfolgen soll. Also sollen wo keine Leute rausgeschmissen werden. Und
befristet Beschäftigte sollen Verträge bei Porsche oder im Werk Kassel angeboten bekommen. Da ist jetzt aber wirklich meine Überlegung, wie kommt jemand dazu zu schreiben, dass jetzt alleine aufgrund der Elektromobilität 7000 Arbeitsplätze in Hannover und Emden wegfallen sollen, wo doch da überhaupt keine Elektroautos gebaut werden, weil da wird ja noch ein ganz anderes Auto gebaut. Und wenn man sich das Ganze denn halt weiter durchliest, beziehungsweise auf den nächsten Artikel kommt, übrigens der FAZ-Artikel stammt vom 20.12.2018, also frohe Weihnachten nochmal, ne, habt ihr super hingekriegt. Was Besseres kann man den Arbeitnehmern bei VW auch wirklich nicht antun, als ihnen noch das Weihnachtsfest nochmal oben drauf zu versauen. Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber das, was hier momentan in der Medienlandschaft und bei VW selbst abgeht, das ist absolut kontraproduktiv für den Konzern VW und auch für die Arbeitsplätze, weil ich sage es mal so, die Leute bei VW oben in den Management-Etagen sollten sich mal überlegen, ihr macht jetzt eine Hetzkampagne gegen Elektromobilität und vernichtet Arbeitsplätze damit. Und irgendwann kommt ihr mal mit Elektrowagen im großen Stil raus, aber die Leute, die ihr in die Arbeitslosigkeit gebracht habt, die werden eure Autos nicht mehr kaufen, weil sie nämlich die Schnauze voll haben, weil ja die Elektromobilität die Arbeitsplätze vernichtet hat, was sie aber momentan gar nicht tut. Und dazu muss man jetzt noch mal ein bisschen zurückgehen, denn es gibt noch einen älteren Artikel. Der ist nämlich vom 9.11.2018 und stammt von der HAZ, von der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Die kenne ich ja auch von früher noch. War immer sehr interessant, die Autoteile zu lesen. Und da steht nämlich drin, warum in Emden überhaupt die Arbeitsplätze abgebaut werden. Nämlich, das hat nichts mit der Elektromobilität zu tun, sondern mit was ganz anderem. Und das kommt jetzt, die große Überschrift heißt nämlich: Aus für den VW Passat, neue Pläne für Werke in Hannover und Emden. Im Jahr 2022 soll endgültig Schluss sein. Dann stellt Volkswagen die Produktion des Passat ein. Planungen sehen künftig Emden und Hannover als Standort für E-Autos vor. So die Überschrift. Das hört sich doch schon ganz anders an, im Gegenzug zu dem, was die FAZ später draus gemacht hat. VW baut in Hannover und Emden 7000 Stellen ab. Nur aufgrund der Elektromobilität, jetzt mal kurz zusammengefasst. Und das liest sich doch schon ganz anders. Und wenn ich mir das jetzt hier weiter durchlese, dann kriege ich sowieso so einen Hals. Liebe Leute bei Volkswagen, das, was ihr hier gerade mit euren Mitarbeitern in den Werken abzieht, ist die absolut allerletzte Schweinerei, die ihr macht. Und das ist mir schon vor einigen Jahren aufgefallen, wo ihr in Polen, nichts gegen Polen, um Gottes Willen, nein, das will ich damit jetzt nicht sagen, aber ihr habt die Produktion des Crafter nach Polen verlagert und habt dort ein riesengroßes neues Werk aufgebaut, weil ja da die Arbeitskräfte noch billiger sind wie in Deutschland. Dabei habt ihr in Deutschland schon die Löhne so gedrückt, dass sich kaum einer noch eure Produkte kaufen kann, beziehungsweise kaum noch einer einkaufen gehen kann, sodass sich der Unternehmer, bei dem man einkaufen gehen würde, sich denn einen neuen Crafter kaufen könnte oder einen neuen VW Passat oder sonst irgendwas. Deswegen verkauft ihr hier in Deutschland kaum noch Autos, weil die für deutsche Maßstäbe auch viel zu teuer sind für die Löhne, die hier in Deutschland noch gezahlt werden. Aber dafür gibt es ja Hartz IV. Hartz IV unterstützt ja solche Unternehmen, indem man ganz einfach sagt, ach, ihr verdient unter der Armutsgrenze und unter Hartz IV, dann bekommt ihr noch bis Hartz IV aufgestockt. Super, damit sind die meisten Deutschen immer noch 300 oder gar 400 Euro unterhalb der Armutsgrenze. Vielen Dank, Deutschland. So, und jetzt gehe ich nochmal auf den Artikel drauf ein von der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung aus dem November 2018. Da lese ich das jetzt ganz einfach mal vor, weil ich will da, wie gesagt, nichts durcheinander bringen. Ich will jetzt auch keine großartige Werbung für irgendjemanden machen. Mir geht es darum, es geht um die Arbeitsplätze in Deutschland, es geht um die Zukunft Deutschlands. Und wenn ich diesen Artikel vorgelesen habe, dann werdet ihr wahrscheinlich auch so eine Halskrawatte haben, weil das ist die absolute Sauerei, die hier gerade abgezogen wird. Und das allerdings nicht nur von VW alleine. Aber dazu gleich noch mehr. Jetzt erstmal der Text. Die Volkswagen-Werke in Emden und Hannover sollen neue Standorte für Elektroautos werden. Okay, das ist ja schon länger bekannt.
Nach Hatz-Informationen sehen die Planungen des Konzerns vor, die Produktion des VW Passat in Emden zu beenden und Teile der Transporterfertigung aus Hannover zu verlagern. Vermutlich zum künftigen, und jetzt hört euch das mal ganz genau an, zum künftigen Partner Ford in die Türkei. Das heißt, der türkische Arbeitsmarkt ist wahrscheinlich noch billiger wie der deutsche und vielleicht sogar billiger wie der polnische mittlerweile, sodass jetzt die Produktion des VW Passats nicht nur für den deutschen Markt eingestellt werden soll, sondern die weiteren Modelle, die dann noch gebaut werden, also der Passat soll ja noch weiter gebaut werden, aber halt nicht mehr für den deutschen Markt oder für den europäischen Markt, wie das hier auch immer drin stand, sondern halt, er wird ja noch weiter gebaut für den amerikanischen Markt beispielsweise. Da ist der Passat noch sehr beliebt. Ne? Und jetzt wird halt die Produktion in die Türkei verlagert. Ja, dann irgendwann frage ich mich natürlich, wer soll sich denn noch deutsche Produkte kaufen, wenn man sich die in Deutschland gar nicht mehr leisten kann, weil sie auch in Deutschland gar nicht mehr gebaut werden. Also eigentlich ist es ja denn kein deutsches Auto mehr, sondern ein türkisches Auto. Also wird jetzt die Türkei auch mit zur Automobilnation. Finde ich, für die Türkei finde ich das gut, für uns finde ich das schlecht. So. Den endgültigen oder die endgültigen Beschlüsse dazu der Aufsichtsrat am 16. November treffen, verlautete am Dienstag in Wolfsburg. Offiziell wollte sich Volkswagen nicht äußern. Kein Kommentar, sagte ein Konzernsprecher. Okay, also am 16. November kam dann halt der Beschluss und wenn da jetzt ein Sprecher gesagt hat, wir streichen die Stellen wegen der Elektromobilität, dann ist das absoluter Bullshit. Weil mal ganz ehrlich gesagt, wenn VW den Golf mehr produzieren würde, mehr Stückzahlen produzieren würden, die würden die Dinger verkaufen ohne Ende. Aber momentan kriegt man als Privatkunde ja gar keinen E-Golf mehr, weil Volkswagen die Dinger nur noch für seine eigene Carsharing-Flotte produziert. Und somit ist die Lieferzeit auf über ein Jahr schon hinausgeschossen. Aber es gibt momentan in Deutschland keinen neuen E-Golf. So, VW. So, ich lese hier mal weiter. Schon sehr konkret sind die Pläne für Emden. Aktuell werden in dem 1964 gegründeten Werk der Passat als Limousine und Kombi sowie das Coupé Arteon gebaut. Weil der Passat wegen des SUV-Booms immer weniger gefragt ist, kommt das Werk in diesem Jahr auf 19 Tage Kurzarbeit. Statt der ursprünglich avisierten 251.000 Autos laufen dort bis Ende Dezember nur 229.000 Modelle vom Band. Noch vor 10 Jahren war jeder fünfte verkaufte VW ein Passat. Heute ist es nur noch jeder zehnte. Derzeit ist die achte Generation auf dem Markt, ein Nachfolger werde es nicht mehr geben, hieß es. Im Jahr 2022 werde die Produktion des VW Passat in Deutschland auslaufen. Das heißt, er wird sehr wahrscheinlich dann halt in der Türkei weiter produziert. Aber dass man halt aus Deutschland die Produktion wegzieht, das habe ich vor Jahren schon gesehen. Da gab es nämlich mal ein Interview mit einem Manager und das, was er gesagt hat, da gehe ich später nochmal drauf ein. Da platzt dann echt die Hutschnur. Ja. Wenn der Vorstand das so entscheidet, brauchen wir neue Fahrzeuge, die das wegfallende Produktionsvolumen ausgleichen, sagte Betriebsratschef Michael Wulff. Zwischenzeitlich war dafür ein Modell der Konzernschwester Skoda im Gespräch, doch diese Option scheiterte am Widerstand der Belegschaft in Tschechien. Ja, also die tschechische Belegschaft hat scheinbar mehr zu sagen wie die deutsche, habe ich so ein Gefühl. Also wenn ich mir so das Ausland oder die Länder um Deutschland rum ansehe, dann passiert da sowieso viel mehr. Das würde man sich hier in oder würde man sich in Frankreich oder Tschechien nicht erlauben, was man sich hier erlaubt. Ja, die Forderungen sollen offenbar durch mehrere Elektroautos erfüllt werden. Der mit knapp 11.000 Beschäftigten größte industrielle Arbeitgeber in Ostfriesland würde damit eine führende Rolle bei der Elektrifizierung der Volkswagen-Fahrzeugflotte einnehmen. Volkswagen will für dieses Vorhaben bis 2022 insgesamt 34 Milliarden Euro ausgeben. Okay, das ist ja schon länger bekannt, dass sie Geld reinstecken wollen.
kommt nur ein bisschen spät, ne? Hätte da mal früher machen sollen, dann hätte der jetzt vielleicht schon den Markt abräumen können. So machen das jetzt halt ja, andere Automobilhersteller. Ja, hier steht denn jetzt noch was drin über die Bedeutung der Nutzfahrzeugflotte in Hannover und seinen 16.000 Mitarbeitern. Das ist natürlich klar, die produzieren da auch die ganzen Transporter, die jetzt aber noch gar nicht so elektrifiziert sind. Nur geht es halt auch darum, dass die Produktion auch von dem Transporter, dass man da halt auch Alternativen sucht für die Produktion der Transporter und diese wahrscheinlich dann halt mit in das Ford-Werk, gemeinschaftliche VW-Ford-Werk in Nähe von Istanbul verlagern würde, also in die Türkei halt. Und wenn ich jetzt wieder zurückgehe auf den Artikel aus der FAZ, der ja neuer ist, wo dann halt drin steht von wegen VW baut in Hannover und Emden 7.000 Stellen ab, dann hat das wohl nichts mit der Elektromobilität zu tun, sondern es hat eher was damit zu tun, dass VW die Produktion seiner Fahrzeuge ins Ausland verlagert und nicht mehr in Deutschland produziert. Und jetzt komme ich nochmal auf etwas zurück, was ich ja gerade angesprochen habe. Nämlich, dass es vor Jahren ja schon mal ein Interview gab mit einem Manager. Und da ging es darum, wie viel Geld denn Volkswagen oder der VW-Konzern halt investiert hat. Und da hieß es halt, man hätte so und so viele Milliarden in Nordamerika investiert in sein Werk. So und so viele Milliarden. Und da sprach man dann halt irgendwie von 20 oder in die 20 Milliarden Euro. Und halt nochmal eine entsprechende Summe nach China und da war dann mit mal Stille im Studio und dann fragte die Moderatorin halt, ja, wie sieht es dann jetzt eigentlich mit Deutschland aus, wie viel investieren Sie hier? Und jedenfalls kam die Antwort, die also einen wirklich beinahe vom Hocker gerissen hat, war ganz einfach diese, dass ja in Deutschland kaum noch jemand Autos kauft und von daher hat man überlegt, hier eigentlich gar nicht zu investieren, aber man hätte dann doch irgendwas in die 20 Millionen Euro waren es, glaube ich, in das Werk Wolfsburg gesteckt. Und ansonsten halt nichts, weil halt hier in Deutschland kaum noch einer Autos kauft. Ja, liebe Manager da oben in euren großen Konzernen hier, nicht nur Volkswagen betreffend, sondern auch den anderen Konzernen und mittlerweile auch einige mittelständische Unternehmen, überlegt doch mal, was ihr euren Mitarbeitern für Gehälter zahlt. Ja, also wenn ich den Leuten, die für mich arbeiten, kein Gehalt zahle, von dem sie leben können, geschweige sich dann ein Auto kaufen können, wie soll das Ganze denn halt in dieser Wirtschaft hier noch funktionieren? Und wir haben es ja gesehen, als für euch extra Hartz IV entwickelt wurde, damit ihr Billigarbeitskräfte einstellen könnt, die dann halt mit Hartz IV aufstocken können. So ist das ja richtig super angelaufen, nicht? Also wir haben ja gleich eine Arbeitslosenquote gehabt, die ist ja immens gestiegen dadurch, weil halt kaum noch einer einkaufen gehen konnte. Immer mehr Geschäfte mussten schließen bzw. selbst Personal abbauen. Und guckt euch doch mal um, wie viele Leute arbeiten noch in irgendwelchen Geschäften, wo ihr vorher mal wirklich dieses Doppelte oder Dreifache an Belegschaft getroffen habe, das gibt es heute gar nicht mehr. Und da muss man sich dann halt mal überlegen, wie soll ich meine eigenen Produkte verkaufen, wenn ich meinen eigenen Mitarbeitern schon ein miserables Gehalt zahle? Und wie gesagt, das geht nicht jetzt auf VW alleine, es geht wirklich, man kann das hier durch die ganze Wirtschaft durchziehen. Gerade die großen Konzerne sind teilweise die schlechtesten Arbeitgeber, was die Bezahlung anbelangt. Aber der Mittelstand, den trifft es halt auch. Und da gibt es wenige Firmen, die wirklich sagen, wir zahlen vernünftige Gehälter, weil ihr müsst ja auch von irgendwas leben. Und ganz ehrlich gesagt, heutzutage braucht man keine Facharbeiterausbildung mehr oder eine Fachkräfteausbildung und schon gar keine Berufserfahrung mehr. Weil das wird nicht mehr honoriert, wenn ihr irgendwo anfangt, dann fangt ihr mit einem Minigehalt an, teilweise wirklich nur auf Mindestlohnbasis und habt aber schon 30 Jahre und mehr Berufserfahrung. Und davon kann ich mir kein Auto kaufen. Ganz ehrlich gesagt, ich kann davon aus eigenen Erfahrungen sprechen. Das ist hier also wirklich die absolute Sauerei, was in Deutschland abgeht. Und da solltet ihr mal anfangen, da solltet ihr umdenken. Und nicht nur das Geld in die eigene Tasche stecken, die Manager verdienen hier ein Schweinegeld. Es gibt wirklich nur noch ganz wenige Leute, die von dem, was sie hier verdienen, leben können. Und die meisten,
die haben zwei, drei Jobs, falls sie überhaupt, das ist ja auch der Witz, man soll ja mehrere Jobs haben. Habe ich auch nichts dagegen, habe ich früher auch immer gehabt. Ich habe früher immer zwei, drei Jobs gehabt, mindestens. Das ging dann aber schon irgendwo nicht mehr, weil es ganz einfach, es gibt keine Jobs mehr. Ja, und wir haben immer mehr Leute, die mehrere Jobs brauchen und trotzdem davon sich keine deutschen Produkte mehr kaufen können. Und wenn ich sehe, wie der Internethandel boomt, wie gerade die Sachen aus China gekauft werden, weil sie billig sind, dann dürft ihr euch hier nicht wundern, dass ihr hier in Deutschland eure eigenen Produkte nicht mehr verkauft. Und wenn ihr dann so tut nach dem Motto, ja, es kauft ja keiner unsere Produkte, dann gehen wir halt in die Türkei oder nach China und investieren da. Macht es ruhig. Trotzdem werden eure Produkte hier in Deutschland nicht mehr gekauft, weil die Gehälter, die sinken ja immer mehr nach unten. Und da gibt es von mir auch einen Daumen nach unten, weil das ist die absolute Sauerei. So. Jetzt meine Bitte an euch, wie gesagt, das ist meine Stellungnahme zu diesem Thema jetzt hier gewesen und schreibt doch mal in die Kommentare rein, wie ihr das Ganze seht. Wenn ihr diese beiden Artikel, die werde ich mal unten verlinken, wenn ich es nicht wieder vergesse. Ich sage immer, ich verlinke es und dann vergesse ich es, aber ich muss mir mal einen Knoten ins Taschentuch machen. Und ich hoffe, ich denke wirklich dran, wenn ich schreibe es mal in die Kommentare, dass ich die Artikel mal verlinke. Die meisten von euch kennen die wahrscheinlich sowieso schon, weil die halt in der Elektromobilitätsszene sowieso schon kursiert haben. Schreibt mal in die Kommentare rein, wie ihr diese ganze Sache seht mit diesem Stellenabbau und mit der Begründung vor allen Dingen für diesen Stellenabbau und was das für eine Kettenreaktion ist, wenn halt die Leute jetzt erfahren, die Elektromobilität vernichtet die Arbeitsplätze. Was es aber gar nicht ist, weil der VW Passat wird eingestellt. Ja, das war früher das Flaggschiff gewesen der Volkswagen-Gruppe oder des Volkswagen-Konzerns. Das war halt sozusagen der Audi 100 in der VW-Baureihe. Und ja, was machen jetzt die Herrschaften? Das ist ja das Vertreterauto in Deutschland gewesen. Also ich glaube, heutzutage sieht man mehr Ford Mondeo als VW Passat. Das kann also nicht daran liegen, dass ein SUV-Boom entstanden ist, sondern vielleicht stimmt da irgendwas mit dem VW Passat nicht. Vielleicht sollte man den mal irgendwie aufpeppen und vielleicht doch mal elektrifizieren, weil den Passat finde ich eigentlich gar nicht mal schlecht. Ist ein schönes Auto und also jetzt nicht optisch gesehen, sondern halt von dem, was das Auto bietet. Und da solltet ihr mal drüber nachdenken und vor allem denkt mal drüber nach, liebe Leute, egal welches Unternehmen ihr hier gerade habt und guckt mal, was ihr euren Mitarbeitern für Gehälter antut. Das ist echt die absolute Sauerei. Und ich sag's mal so, ich brauche nicht mit 30 Jahren Berufserfahrung mich demütigen zu lassen und dann ein Gehalt angeboten zu bekommen, was gerade mal Mindestlohn entspricht. Und ihr wollt aber die ganzen Leistungen haben, ihr wollt die Ausbildung haben, die die Fachkräfte teilweise größtenteils selbst bezahlt haben. Ja, also man hat ja damals noch nicht mal die Ausbildung weiterfinanziert bekommen und das ist die absolute Sauerei. Und im VW-Konzern, wenn ich diese beiden Artikel hier sehe, was dabei rauskommt, und wir haben das mit Dieselgate ja auch schon erfahren, und meiner Meinung nach ist diese ganze Misere dem Dieselgate geschuldet, dem Missmanagement in diesen ganzen Automobilkonzernen, die damit verwickelt sind. Nicht nur der VW-Konzern steckt drin, da steckt ja fast jeder drin. Und die Suppe haben sich die Manager selbst eingebrockt und eigentlich sollten sie dafür auch bezahlen und nicht wieder der Steuerzahler. Wie gesagt, schreibt es unten in die Kommentare rein, würde mich sehr freuen, da was oder mal eure Meinung drüber zu hören. Und ihr dürft natürlich auch gerne meinen Kanal da unten abonnieren, würde mich sehr freuen. Und wenn ihr da noch aufs Glöckchen drückt, dann verpasst ihr auch keine weitere Folge. Und da unten könnt ihr mir noch einen Daumen rauf geben. Würde mich sehr drüber freuen, wenn ihr auch meinen Kanal weiterempfehlt. Schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.